Lasset uns beten. Gott, dein Geist eint die Völker der Erde. Lass in der Kirche ein neues Pfingsten erwachen, dass wir aufleben und in der Kraft dieses Geistes unseren Weg gehen, durch Christus, unseren Herrn. Lesung aus der Apostelgeschichte des Lukas. Als 50 Tage nach Ostern der Morgen des Pfingstfestes anbrach, kamen sie alle in einem Hause zusammen. Plötzlich war es, als ob ein gewaltiger Sturm sie überfiele und das Haus erfüllte, in dem sie waren. Gottes Heiliger Geist erfasste sie alle und brannte in ihnen. Da fingen sie an, neuartige Worte zu stammeln, wie der Geist sie ihnen eingab. Nun waren damals Juden aus allen Ländern der Erde in Jerusalem. Als sie das Reden und Rufen hörten, kamen sie zusammen, eine große Menge, und waren entsetzt. Hörten sie doch fremde Laute und verstanden sie dennoch wie ihre eigene Muttersprache. Und sie fragten sich ratlos: Sind das nicht Galiläer? Wie kommt es, dass sie ein jeder von uns in seiner eigenen Sprache reden hört? Da erhob sich Petrus mit den 11 Aposteln und redete zu ihnen: Juden, Bürger von Jerusalem, hier geschieht, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, spricht Gott, will ich Geist von meinem Geist ausgießen über alle Menschen. Da werden eure Söhne und Töchter reden wie Propheten. Junge Leute werden Visionen haben und die Älteren werden Träume träumen. Sie werden reden, wie ich es ihnen eingebe.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden hinter verschlossenen Türen versammelt waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesem Gruß zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, freuten sie sich. Jesus sprach noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfanget den Heiligen Geist. Das Wort dieses Evangeliums stärke unseren Glauben. Liebe Gemeinde, verehrte Zuschauer, Pfingsten 1963, genau vor 10 Jahren, starb Papst Johannes der 23. Am Ende der ersten Sitzungsperiode des von ihm einberufenen Konzils sprach er die Hoffnung aus, dieses Konzil möge in der ganzen Kirche ein neues Pfingsten herbeiführen. Das Konzil und die prophetische Rede des Papstes haben vielfältige Erwartungen geweckt. Was ist daraus geworden? Wilhelm Kempf, der Bischof von Limburg, beschreibt in seinem Fastenhirtenbrief die Situation der Kirche Deutschlands. Er unterscheidet 3 Gruppen. Die erste Gruppe nennt er die Vorwärtsdrängenden. Die meinen, sie müssten das Evangelium und die christliche Lehre heute neu aussagen, um den Auftrag Christi an den Menschen heute erfüllen zu können. Die meinen, es gelte auch, die Strukturen der Kirche zu ändern. Die zweite Gruppe nennt er die Beharrenden, die Konservativen. Die befürchten, das Evangelium, die christliche Lehre würden durch die neuen Theorien und Experimente ausgehöhlt und verfälscht. Die wünschen, die Bischöfe möchten doch endlich durchgreifen und sagen, dass der alte Glaube und die alten Formen bleiben müssten. Beide Gruppen sehen Kirche und Christentum jede durch die andere gefährdet. Auf beiden Seiten ist großes Verantwortungsbewusstsein, ist ebenfalls Bereitschaft zum Engagement.